So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, geht es heute um die Chrome Booster. Ich habe hier genau 83 Booster mal hingelegt, die ich mir besorgt habe. Hier vorne die drei und hier jedes Mal 10er Haufen. Die werden wir jetzt natürlich alle mal öffnen, um zu schauen, was da drinnen stecken kann. Ich hoffe, dass ich mal ein paar kostbare Karten finde, wie Autogrammkarten oder eben Trikotkarten. Oder besondere limitierte Karten. Ich werde es so machen. Ich werde jetzt immer wieder hier ein paar Booster öffnen. Dann werde ich gleich mal die Kamera ausmachen. Sonst wird das Video zu lang. Die restlichen Booster alle öffnen und euch dann präsentieren, was ich drinne hatte oder was ich gefunden habe. Ganz wie ihr es sehen wollt. Und auch hier gilt, wenn ihr die Karten länger genießen wollt, immer wieder auf Pause, Pause, Pause. Weil ihr wisst ja, ich habe ja schon einige Booster geöffnet. Ihr habt mir ja schon gepostet, dass ihr ein paar kostbare Karten ja schon besitzt. Ich möchte auch endlich welche finden. Und wo ihr natürlich die Booster sicher, bequem bestellen könnt, werde ich natürlich immer unter dem Video verlinken. Also ihr merkt, es wird heute mal wieder ein längeres Video, aber einige von euch wollen ja sowieso, dass ich längere Videos mache. Und hier könnt ihr mir natürlich gerne weiter posten, ob ihr schon kostbare Karten wieder gefunden habt, welche ihr besitzt und. Und natürlich auch, wie euch das Video gefällt, wenn es so lang ist und in eine neue Kategorie. Hier ist der beste Fußballverein. Können wir uns natürlich alle drüber unterhalten und streiten. Also das ist jetzt ich bin jetzt fast an meine 4 Minuten angelangt. Ich werde jetzt noch einen Booster öffnen vor die Kamera. Dann werde ich die Kamera kurz ausmachen, alle anderen Booster öffnen und euch dann präsentieren, was für Karten ich da drin gefunden habe. Das ist wieder eine, aber das glaube ich schon. Ne, das glaube ich doch nicht, keine doppelte. Also wie gesagt, die nächsten Booster werde ich eben ohne Kamera öffnen, sonst wird das Video zu lang. Und deswegen sage ich mal eben, bis gleich. So, ja, ich habe welche gefunden. Aber dazu gleich. Das ist der Müllberg, den ich produziert habe. Das, die normalen Basiskarten. Der Haufen Kapitänskarten. Der andere Haufen dahinter Starspieler. Bundesliga-Logo. Und hier hinten die Puzzlekarten. Das ist das erste, was ich gefunden habe. Und dann natürlich 2 Autogrammkarten und eine Trikotkarte. Und welche das jetzt sind, das zeige ich euch natürlich. Zuerst die Trikotkarte. Wer sie natürlich länger genießen will, immer wieder auf Pause drücken.
Das ist eine sogenannte Trikotkarte. Hier vorne ist ein Stück Trikotstoff drin. So, das ist die Trikotkarte. Und nun kommen wir zu den Autogrammkarten. Das ist die erste. Natürlich alles leider falsche Vereine. Aber das macht ja nichts. Ich habe wenigstens jetzt mal welche gefunden. Das ist die erste Autogrammkarte. Nun kommen wir zu den zweiten. Also, ich werde natürlich am Ball bleiben. Ich werde mir trotzdem immer wieder noch neue Booster besorgen, weil ich möchte ja noch mehr davon finden. Besonders gut wäre natürlich mein Verein, aber da bin ich gespannt. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was da drinne steckt, wie selten sie sind. Postet mir, wie ihr diese Art von Videos findet und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.